Ich heiße Annike Droda und ich bin Historikerin und Provenienzforscherin. Ich beschäftige mich hauptsächlich eben mit der Suche nach Nazi-Raubgut in den Beständen von Museen oder Bibliotheken. Was ist Provenienzforschung? Also, Provenienz ist ein komplizierter Begriff für eine ganz einfache Sache. Das ist das, was ich immer sage. Provenienz heißt einfach nur Herkunft. Wo kommen die Dinge her? Und bei mir speziell geht es um Nazi-Raubgut, um Sachen, die in der Zeit des Nationalsozialismus entweder direkt beschlagnahmt worden sind oder wo Menschen gezwungen worden sind, etwas zu verkaufen, etwas wegzugeben, sich von Dingen zu trennen. Wenn Menschen das schon mal gehört haben, diesen Begriff und die Sache, dann denken sie meistens an die großen Museen, an die großen Bilder, Nolde, Liebermann, was weiß ich, Van Gogh, ja, Sachen, die Millionen wert sind. Und was ich aber mache, ich mache das eben auf einer anderen Ebene, also in kleineren Museen oder in Bibliotheken, wo es um Dinge geht, die nicht so wahnsinnig viel wert sind. Im ersten Moment denkt man auch, oh Gott, ich meine, sich mit diesem Kleinkram zu beschäftigen, irgendwelche Bücher oder Möbel oder Silber oder was auch immer, wo man auch im ersten Moment denkt, ist es das überhaupt wert, sich damit zu beschäftigen? Aber ja, das ist es und das sind sozusagen die kleinen Dinge. Das Museum, wie es bis 2009 stand, vertrat so ein bisschen die Auffassung Lüneburg in der NS-Zeit. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel drüber zu erzählen. Und das ist eine Auffassung, die wir natürlich nicht teilen. Also ich finde, dass das eine Selbstverständlichkeit war, sich dieses Themas intensiver anzunehmen. Und das lag sozusagen auf der Hand und ist eher sozusagen ein Ausgleich langjähriger Versäumnisse. Das Museum in Lüneburg hat eben Dinge in seinem Bestand, die aus dieser jüdischen Familie Heinemann kommen. Das ist auch immer schon klar gewesen, denn Markus Heinemann, der ein bedeutender Bankier und Mäzen war und ein großer Freund des Museums im 19. Jahrhundert, hat dem Museum ganz viele Dinge geschenkt. Und dann ist das Museum mal von außen darauf hingewiesen worden, dass da doch ein paar Sachen etwas problematisch sind und dass sie sich das mal genauer angucken sollen. Im Vorfeld, nach diesem Hinweis von außen, natürlich geschaut, was haben wir an Unterlagen, was finde ich an Unterlagen zu dieser Provenienzgeschichte Heinemann. Das heißt, man guckt die Katalogbücher, die Zugangsbücher des Museums durch, auch sozusagen jeden Eintrag zu prüfen. Also da setzte dann deine Tätigkeit ein. Das wichtigste und bedeutendste Stück, was damals 1940 eben angekauft worden ist, unrechtmäßig, ist diese Schauseite einer gotischen Truhe. Und Markus Heinemann war eben ein, muss man sagen, Lüneburger Lokalpatriot, der zur Lüneburger Geschichte selber auch gesammelt hat und der eben diese Truhe auch bei sich zu Hause im Haus hängen hatte. Und dieses Ding hat seit 1940 ununterbrochen im Museum gestanden. Aber eben bis vor ein paar Jahren hat man die Geschichte nicht erzählt, die dahinter steckt. Als dann klar war, dass das NS-Raubgut war, musste man die Erben suchen. I received an email in 2014 from Annike de Ruyter, out of the blue, asking if I was a descendant of Markus Heinemann, because she'd found my name in an obituary for my mother. And I was very surprised because I had no contact with all the descendants. So it was a big surprise to get this. Und das war eine unglaubliche Sache. Und dann haben wir eben nach und nach, weiß ich nicht, über 40 Leute gefunden, überall auf der Welt. And Annika opened this window into the family history, the family legacy in Lüneburg, the details that Annika has been able to fill in for us and her patience in translating and speaking to us in English. And that's where Annika was a treasure. She found the history of our family. Ja, und dann ging es natürlich auch um die Sache selber. Also ich habe eben gesagt, so, wir haben was gefunden. Das gehört euch. Das ist unrechtmäßig erworben worden von uns. Und das Museum möchte das gerne an euch zurückgeben. Dann haben die schließlich gesagt, okay, wir haben uns jetzt geeinigt, wir nehmen die Dinge zurück und dann machen wir eine Leihgabe ans Museum für 10 Jahre. Und das war natürlich eine wunderbare Lösung. Und vor allem, weil dann in diesem Zusammenhang eben eine zweite Idee aufkam und das war die Idee, wir machen daraus ein Familientreffen der Heinemanns in Lüneburg. That was a life-changing experience when we got together in Lüneburg in 2015. And Annike was the one that made it all possible. She organized it so that we would learn about Lüneburg, we would visit the homes of our family members, and we would get to know each other. And there were people from all generations. It was a wonderful reunion, and I got very close to people that I had never met. We discovered that even though Annika had done so much to help our extended family,
She also had helped many others along the way. Also was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass diese kleinen Dinge eine so große Bedeutung bekommen können. Ohne diese Dinge wären alle diese Geschichten nicht passiert. Wäre dieser Kontakt nie zustande gekommen, wären diese Menschen nie hierher gekommen, hätte ich das nie, hätten die Lüneburger das auch nie gesehen. Wir müssen ganz transparent machen, was hier bei uns passiert ist, was unsere Institutionen gemacht haben, wer beteiligt war, Namen nennen, Orte nennen und so weiter. Also das ist auch für mich so ein großes Thema. Das war auch schon immer, fand ich immer total gut, konkrete Erinnerungen. Zu sagen, da ist es passiert, das sind die Leute, das sind die Namen, hier haben sie gewohnt, das hat ihnen gehört, so hat ihr Auto ausgesehen, ja, das war ihr Buch, hier steht ihr Name drin.